Hallo und herzlich willkommen zurück bei Yakuza Zero. Dieses Mal sind wir direkt bei Fei Yu, der uns dementsprechend noch vielleicht was lernen will. Er hat gefragt, ob wir was können. Tonfa Nunchaku Poles Kali Sticks. Ich würde gerne das neue Nunchaku lernen, wenn ich ehrlich bin. Das ist ganz nice. You wish to learn the Nunchaku? Then we will train in actual combat as you suggested. Majima-san, are you healthy and ready to fight? I'm ready. Ah. Yeah, I'm good. So gut, dann let us go outside. Jawollo. Dann gucken wir mal. Ich freue mich auf den Kampf. Wir lernen ein neues Gretchen kennen. I take it I need to explain the Nunchaku. Huh? Of course not. And a soul alive, who won't recognize those? Pretty easy to look like a badass when he goes around. Indeed. I'm also a fan of the Nunchaku. I work on crafting new variation every day. Übrigens, ganz lustig, das Nunchaku ist eigentlich ein Flegel, also ein Schlegel gewesen, in dem man entweder zum Beispiel irgendwas ausgeklopft hat, also zum Beispiel Leder weich geklopft hat, oder den Boden umgepflügt hat. Und das Tonfa war ja auch nichts anderes als so ein Pflug, mehr oder weniger. Also, hehe. Man darf halt nicht vergessen, diese ganzen Waffen, die in Japan, gerade zum Beispiel noch in den Kobudo-Sportarten, also Karate zählte mal dazu mittlerweile, also in Deutschland zumindest macht man das nicht, aber ist auch ein bisschen verständlich. Aber im Grunde genommen, viele dieser Waffen, auch der Bo zum Beispiel, hatten eigentlich mehr eine, ja, eher mehr eine Aufgabe oder eine wurden halt eher von Bauern benutzt. Sagen wir es mal so. Und hier in dem Fall das Nunchaku auch. Und es entwickelte sich, also weil man ja in Japan keine Waffen irgendwann mal haben durfte, entwickelte sich das eben zur Waffe gegen die bösen Armeesoldaten, die einen vielleicht unterdrückt haben oder auch nicht. Und deswegen gibt es diese Waffentechniken überhaupt. Und deswegen sind auch zum Beispiel Holzwaffen sehr beliebt gewesen. Auch das Bo oder das Yo, also der Yo-Stab oder was auch immer es da alles gibt, waren auch das Sei, also die Seimesser waren auch, man kennt die heute bei Spargelstechern so ein bisschen, die waren halt nicht so geformt, aber ne, Spargelstecher kennen wir ja so, so kann man sich das vorstellen, dass es so genutzt wurde. Und das ist die Idee dahinter gewesen. Ne? Pretty bossy to try and improve the classics. I've been reading a historical novel, then attempting to combine a weapon that appears in it with the Nunchaku. Perhaps you will encounter it in your time. Oh, come on, you're gonna leave me hanging, or I guess I could always beat the details. Oder ja. I look forward to getting another look at your bad techniques. You should avoid using more powerful moves, or right here come. So, jetzt lernen wir neue Waffen. Training with Fei Yu. So. Oh ja. Alter, übertreib doch, Digi. Fei Yu, der hat's aber echt in sich. Alter, dieses Nunchaku ist schon krass. Da kommt man echt nicht mehr weg von. Ich brauch ein Getränk. Ich gehe sonst echt platt. Bei den Typen. Okay. Oh nein. Das geht in die Hose. Alter! Alles gut, Digi. Was ist denn los mit dir? Danke für die Eckeneintreibung hier. Es macht zwar nicht viel Schaden. Okay. Er schlägt zu. Sehr schön. Okay, Vorsicht, Vorsicht. Wenn der seine Kombos macht, dann wird das leicht unfair. Ihr merkt, das Bad-Ding ist ein bisschen zu lahm. Okay. Auch hier wieder. Boah, sehr schön nochmal. Aber dafür hat er uns wieder. In seiner berühmten Combo.
Aua. Ich konnte noch nicht mal ein Getränk aufnehmen. Oha. Puh, Alter. Ist der stark. Mit diesen blöden Nunchakus, Alter. Puh. Ist er schon ausgewichen? Alter, Alter. Ja, ist ja gut, beruhig dich. Ah. War noch blocken, war doch. War das hier, genau. Okay. Aua. Boah. Puh. Alter. Ja, dafür können wir ihn in die Ecke drängen. Ja, und er jetzt... Er verkloppt uns einfach. Alles klar, Diggi. So, wieder Getränk reinhauen. Also, ihr Slugger. Er lernt halt eher mehr so die fiesen Sachen. Alter. Per Yu ist schon ein paar Knochen, würde ich sagen. Aber ich kann noch nicht mal... Ah, jetzt kann ich blocken. Jetzt gerade so dazwischen. Also bei ihm muss man echt blocken. Aber man muss es halt immer recht früh machen. Ansonsten kommt man nicht weit. Oder es passiert genau das. Boah. Okay, der holt halt aus. Boah. Alles klar. Alter, das ist... Die ganze Zeit ging das Blocken halt nicht. Und jetzt geht's. Deswegen haben wir so viel eingefangen. Noch ein Getränk. Okay, aua. Ich meine... Oh. Wieder Glück gehabt. Puh. Wie gesagt, das sind halt keine so starken Angriffe. Puh. Aber ich kann super schnell anknüpfen. Ah. Oder ich habe die ganze Zeit den falschen Knöpfe gedrückt. Der hat's aber Faustdicken in den Ohren, würde ich mal sagen. Okay. Eins, zwei. Ich mag schnelle Stile. Auch wenn es gute schnelle, also sehr starke Stile auch mal gibt. Aber hey. Take that. You've beaten me, Majima-san. Let us go back to the store. Sehr gut, da haben wir neues Ziel gelernt. Alright, and Chaku got nothing in me. Well fought, Majima-san. Unleashed my full fury, but you still defeated me handily. Any parting device from the Chaku Master? If welded properly, the Nunchaku can slip past enemy's defenses. The trick is to hook it around them. It also enhances your fighting spirit as you rain down blows on opponents and deliver powerful finishing moves. Okay. Sweet, got it. Thank you visiting the Dragon Tiger. Jawoll! Damit, wie machen wir das jetzt? Wenn wir jetzt nämlich Slugger lernen wollen. Also, das ist ja so, dass er sich gerne kämpfe gerade. Kann man beim Slugger... Hier hätte ich zum Beispiel Iron Pipe. Beispielsweise. Ich würde... Oder man muss es sich halt nochmal aussuchen. Warte mal. Bei Equipment vielleicht?
Weiß nicht. Und dann kann man Wooden Nunchaku. Nehmen wir mal einen mit. Yes. Und dann gucken wir nochmal Equipment Search vielleicht. Spring. Shotgun Hammer Jacket. Amulets. Sword. Nee. Umbrella Spray. Shotgun Nunchaku. Ich würde gerne mal hier gucken. Carbon Sachen. Moment. Es ändert rechts nichts. Ich schicke den aber mit noch ein bisschen mehr los. Alles klar. So, Moment. Equipment, Weapon. Ich nehme mal das Nunchaku. Dass Nunchaku halt echt eine coole Waffe ist. Also es gehört jetzt nicht zu diesen ganzen Bad Slugger Sachen, sondern es ist halt einfach nur... Alter, danke. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal zur Hauptquest. Das wäre jetzt langsam echt so der Fall. Vorne laufen noch drei rum. Ah, Man in Black vielleicht. Hm. Komm, wir kämpfen, Diggis. Okay, das ist das Slugger-Stil. Ah, sicher. Okay, also er ist wirklich für Waffen prädestiniert nochmal. Aber das Nunchaku ist kaputt. Also muss ich gefühlt 20 davon haben, oder was? Das ist ja mad, Alter. Ich würde gerne mal einen alten Stil hier haben. Den etwas schnelleren. Ah. Alter, der ist schnell unterwegs, bis er getroffen wird. Okay, gut, also die Waffen gehen kaputt. Das ist ja Öl, Alter. Komm, wir machen jetzt mal ein bisschen die Quest weiter. Das wird doch langsam mal. Wird doch langsam mal notwendig. Na, irgendwie machen wir Nebenquests. Wir könnten uns ewig damit aufhalten. Good morning, sir. And again, thank you for managing to strike a deal with Odyssey yesterday. I'm just doing my job. Now it's up to you guys to keep this place on the upswing. Still, that was quite a surprise to wake up to. Why didn't you tell me another girl was coming besides Nozomi? Another Watanha? Sure, she's not at Nozomi's level, but she's still a veteran with a solid following. With any luck, all her old regulars will come straight to us now. We gave up some of our girls in the trade, but considering what we gained, I take this deal any day, yeah? Glad I hold my ass over there then. Gotta make myself useful around here somehow. Even just getting a zombie is a small miracle. Asking for anything more would just be greedy. Looks like my little talk with Yamagata went well. Honestly though, I was hoping we'd make out a little better than what we got. A little more research ahead of time or a closer look at the insides of the club Mikta. Given me a few more cards to play with. No sense worrying about it though. Now, if this is a good time, I'd like to work out the new shift schedule. Sure. Okay. Also, das haben wir jetzt auch gemacht. Oh. Shirai-nin, odenwa desu. Ano, owner da tte itteru n desu kedo. Wagatta. Nan no you ya? Otsukare-san. Omae chotto ima kara derarenai ka? Na? Iya sa. お前と飲みたくなってよ。どういう風の吹き回しや。あいにく、あんたと酒飲むくらいなら、自分のしょんべん飲む方がまだマシや。
やめとけ。あんまりうまいもんじゃねえぞ、あれは。店は下の連中に任せとけば一日ぐらいはなんとかなんだろう。俺は明日場公園で待ってる。早く来いよ。おい、オーナーからの呼び出しや。いつ戻れるか分からんから、あと頼んだで。え、分かりました。主任にも伝えておきます。すまんの。Ashibata Park, classic spot for a classy guy. No telling what shot he'll put if I'm late. I better get moving. Okay, mal schauen, was der Typ eigentlich vorhat. Klingt äußerst gefährlich. Und der Typ ist jetzt kein netter Zeitgeselle. Das haben wir ja jetzt festgestellt. Und Majima ist jetzt nicht der Schlauste, er läuft gerne gegen Säulen. So, dann gehen wir mal. Wohin müssen wir denn? Der Park ist, glaube ich, auf der anderen Seite, ne? Oder er läuft selbst dahin. Oh, jetzt haben wir es Abend. Oh, es ist so schön. Ich finde, wenn es Abend ist, ist es extrem. Wahrscheinlich. Okay, wir gehen mal schnell zu Tiger and Dragon. Und gucken, was angekommen ist. Sorry. Sotenbori Street. Bastard. Alles klar. Man in Black. So. Geh mir nicht auf die Nerven. Was sagst du denn? Boah. Eins, zwei. Eins, zwei. Boom. Sehr schön, hat ihn schön getroffen. Oha. Der will es echt wissen, ne? Okay, sehr nice. Ich würde mir einen Drink reinknüppeln. Ich hatte jetzt sehr viele verschwendet, tatsächlich. Die ganzen Nebenquests machen wir danach, ne? Ich will mal ein bisschen in der Story weiterkommen. Wir lernen ja noch einen Stil. Okay, wir gucken mal. Mhm. Legion wird Buse Belt, Black Belt, Wooden und Chuckle. Okay, schön. Die haben wir bekommen. Kommen die dann auch gleich hier hin? Ja. Und ein Black Belt. Late Judo Master. Okay, wir bekommen weniger Schaden dadurch. Wir können noch was losschicken. Irgendwas, was sich auch nochmal lohnt, ist hier Pole, Backnacker, Dual Poles, ja, dann holen wir. Was könnten wir denn? Und das hier. Machen wir hier 5, 2. So. Ich bin gespannt. Ich habe das Nunchaku nur zur Sicherheit dabei. Damit können wir nämlich auch gut kämpfen, auch wenn wir niemanden damit zerlegen konnten. Das war in der letzten Zeit nicht so möglich. Alles klar, rennen erstmal im Kreis. Okay. Ich gucke gerade, dass hier vielleicht noch ein paar Gegner auftauchen. Geld wäre nämlich nicht schlecht. Genau, das war dieser Ort hier. Und bevor wir da hingehen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und daher vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Dann!